Ja, moin, meine Damen und Herren. Ich habe heute zum Thema Umsetzung von energetischen Maßnahmen in Wohnungseigentümergemeinschaften, weiterer Titel Fluch oder Segen. Wir sind Verwalter mit Sitz in Cuxhaven, verwalten mit Außenbüros in Bremen, Bremerhaven, Frankfurt und Hamburg ca. 5000 Wohneinheiten mit ca. 20 Mitarbeitern und sind immer wieder gefordert, energetische Maßnahmen vorzuschlagen, beziehungsweise wir bekommen aus den Eigentümergemeinschaften meistens den Hinweis, wo es heißt, wie können wir Strom sparen, wie können wir Geld sparen, wie können wir unsere Einnahmen verringern. Die Verwalter sind oft gefordert von den Eigentümergemeinschaften, wird von den Verwaltern aktives eingefordert, ist die Frage, wie weit der Verwalter überhaupt verpflichtet ist. Nach den formalen Voraussetzungen setzt der Verwalter Beschlüsse um. Und wenn die Gemeinschaften nichts beschließen, dann macht der Verwalter in der Regel nichts. Also Sie sehen ein Spannungsfeld, das es gibt. Ich will heute versuchen, die Umsetzung einer energetischen Maßnahme in einer von uns verwalteten Wohnanlage hier mal ein bisschen aus der formalen Sicht aufzuarbeiten. Bei der Installation und bei den Maßnahmen handelt es sich um ein Blockheizkraftwerk, ein sogenanntes BHKW. Wie Sie sehen, ist es ein Ottomotor auf Gasbasis eingepackt als stationärer Motor. Zweck dieser Maßnahme ist die Produktion von Strom und das Abfallprodukt, die Abwärme, wurde genutzt, um Speichermedien zu füllen für die Warmwasseraufbereitung und teilweise für die Belüftung von Schwimmbädern und Saunen, die in diesem Objekt vorhanden war. Von Beginn der Idee, energetisch was zu tun, die Forderung aus der Gemeinschaft, Verwalter, wir wollen mal ein bisschen Geld sparen, bis zur endgültigen Umsetzung hat es dann doch insgesamt 7 Jahre gedauert. 7 Jahre, wenn Sie das in einem Einfamilienhaus machen, das ist natürlich deutlich zu lange, aber es sind doch erhebliche Hürden zu nehmen, um das entsprechend umzusetzen. Zunächst einmal ging es darum, welche Grundlagen, welche formalen Voraussetzungen müssen beachtet werden. Zunächst einmal natürlich die Regelung, die das Wohnungseigentumsgesetz hinsichtlich der Umsetzung, der Beschlussfassung der entsprechenden Maßnahmen vorsieht. Als weitere Maßnahme oder als weitere Grundlage Gewerbevorschriften, weil Eigentümergemeinschaften beginnen eine Unternehmer, eine gewerbliche Tätigkeit. Sie produzieren Strom, um diesen Strom zu verbrauchen, zu verkaufen. Überproduktion wird als Netzeinspeisung in das öffentliche Netz, aber auch die Eigentümergemeinschaft liefert ja praktisch an sich selbst Strom. Also diese Vorschriften sind auch abzubeachten. Die Energieeinsparverordnung greift, weil das Blockheizkraftwerk alleine reicht für die Beheizung einer Wohnanlage nicht aus. Man braucht dazu immer noch eine zusätzliche Heizungsanlage. Wenn die erneuert wird, müssen natürlich die Voraussetzungen bzw. die Regelung der Energieeinsparverordnung entsprechend beachtet werden. BGB-Mietrecht, auch ganz wichtig zu beachten hinsichtlich Umlagefähigkeit von Kosten. Wir sehen gleich am Beispiel mit dem Wohnungseigentumsgesetz, wie das alles ineinander fließt. Ganz wichtig natürlich auch für die Vermieter, die Eigentumswohnungen vermieten dauerhaft, welche Voraussetzungen sind da zu erfüllen, was ist dort zu beachten. Die Trinkwasserverordnung, die seit 1.11.2011 Gültigkeit erlangt hat, ist ebenfalls zu beachten, gerade wenn die Speichervolumen die Vorschriften der Großanlagenverordnung überschreiten. Dann ist ganz wichtig das Erneuerbare Energiengesetz 2000, davon haben wir noch ein paar zu beachten. Es ist das 2004er zu beachten, das 2009er. Umsatzsteuergesetz, ganz wichtig, mit der Gewerbetätigkeit werden die Umsätze umsatzsteuerpflichtig, was für Eigentümergemeinschaften auch entsprechend von Vor- oder auch von Nachteil sein kann. Man denke an die Kleinunternehmerregelung, die vielleicht genau dann wegfällt, wenn die bestimmten Umsatzgrenzen erreicht werden. Dann haben wir noch das Stromeinspeisungsgesetz, was ebenfalls beachtet werden muss, und auch noch entsprechende
andere Vorschriften, die sich zwischenzeitlich immer ergeben. Das eine ganze Latte, diese Daten zusammenzustellen, stellt schon an Verwalter einen ganz hohen Anspruch. Ab und zu oder oftmals brauchen Verwalter selbst noch weitere Hilfen, die von den Wohnungseigentümergemeinschaften denn entsprechend nicht beschlossen werden. Weitere Fachleute, Steuerberater, die Schornsteinfeger, mir fallen noch an Sachverständige, die Berechnungen vornehmen, und zwar Heizungsberechnungen, damit die Heizleistung nicht zu hoch wird. Dann entsprechende Fachleute für das Gesundheitsamt, für die Trinkwasserverordnung, um eben auch sicherzustellen, dass alle Voraussetzungen dort erfüllt sind. Wenn man das alles beachtet hat, geht es denn tatsächlich an die Umsetzung. Und ich möchte das mal an den Regeln, allein an den Regeln, die sich aus dem Wohnungseigentumsgesetz ergeben, für die Eigentümergemeinschaften versuchen darzustellen. Zunächst mal muss man aus dem gesamten Gesetzeswerk herausfinden, welche Paragraphen könnten denn in irgendeiner Form damit zu tun haben. Muss man darüber nachdenken, was verändert man. Es gibt einmal den Paragraph 16, Nutzen, Lasten, Kosten. Da wird irgendwas verändert, abweichend vielleicht sogar von der bestehenden Teilungserklärung. Dieses ist unbedingt zu beachten. Vielleicht muss sogar die Teilungserklärung geändert werden. Das bedeutet bei dieser Änderung, dass wirklich alle Eigentümer zustimmen müssen. Also schon ein ganz hoher Anspruch. Damit ist es oft nicht getan. Bei der Änderung der Teilungserklärung haben oft Realgläubiger, das sind also die finanzierenden Banken, auch noch die Zustimmung zu erteilen. Das ist in der Realität nur sehr, sehr schwer umsetzbar. Weiterhin gibt es den ganz wichtigen, und das ist der zentrale Paragraph, der Paragraph 22 nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Und dort sind besondere Aufwendungen, Wiederaufbau, da sind genannt die sogenannten baulichen Veränderungen mit den entsprechenden Mehrheitsverhältnissen. Zunächst einmal muss entschieden werden, was ist denn das für eine Veränderung, die dort durchgeführt wird. Ist es eine bauliche Veränderung nach § 1? Das bedeutet, bauliche Veränderung, Aufwendung, so geht es dann weiter im Text, die Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen, können beschlossen oder verlangt werden, wenn jeder Wohnungseigentümer, das heißt auch bei den baulichen Veränderungen, die nach 22.1 zu beurteilen sind, bedarf die Zustimmung aller Eigentümer uneingeschränkt. Das heißt, wenn Sie auf einer Eigentümerversammlung sind und da sind drei Eigentümer schon nicht da und haben auch keine Vollmacht erteilt, kann so eine Maßnahme nicht beschlossen werden. Man kann sie auch nicht beschließen und warten, bis das angefochten wird. Das funktioniert in der Regel nicht. Aber der Hinweis ist eben, jeder Wohnungseigentümer zustimmt, dessen Rechte durch die Maßnahmen über das in 14 bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt oder beeinträchtigt werden. So. Da muss man gucken, ob das zutrifft. Dann liest man im Gesetz weiter. Das heißt, das Gesetz zeigt einen den Weg. Absatz 2, Maßnahmen gemäß Absatz 1, die der Modernisierung entsprechen, 559 BGB, das ist Mietrecht, Modernisierung dort, oder die Anpassung des gemeinschaftlichen Eigentums an den Stand der Technik dienen und so weiter, können abweichend von Satz 1 mit einer Mehrheit von 3/4 aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer und mehr als der Hälfte der Miteigentumsanteile beschlossen werden. Das ist die sogenannte doppelt qualifizierte Mehrheit, die erforderlich ist, um modernisierende Maßnahmen auf der Grundlage der Regelung aus dem Mietrecht 559 BGB umzusetzen. Und da hat der Gesetzgeber aber was ganz Gutes getan, auch für die Eigentümergemeinschaften. In dem 559 BGB gibt es eine Legaldefinition und da heißt es unter anderem, Maßnahmen, die den Wohnwert oder die Qualität verbessern, sind Modernisierungsmaßnahmen. Also alles, was Modernisierungsmaßnahmen sind, Einbau neuer Technik, Einbau weiterer neuerer Technik, also die BHKW ist ja eine neue Anlage, die geschaffen wird, und damit haben Sie die Möglichkeit oder haben Eigentümergemeinschaften die Möglichkeit, solche modernisierenden Instandsetzungen, wie sie der Praktiker nennt, entsprechend mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit zu beschließen. Bedeutet natürlich, wenn diese Mehrheit zustande kommt, dass auch diejenigen, die nicht mitgestimmt haben, sich an den Kosten beteiligen müssen.
Das ist immer ganz wichtig. Kostenbeteiligung ist dann auch auf jeden Fall dabei. Ja, für den Verwalter bei kleineren Wohnanlagen geht es noch, aber so über 100, da wird es dann schwierig, weil natürlich auch dort die Stimmrechtsauszählung erfolgen muss, rechtssicher erfolgen muss, weil jeder Eigentümer oder die Eigentümer, die nicht zugestimmt haben, können ja Beschlüsse anfechten. Und diese Anfechtung dient der juristischen Überprüfung, ist ein Beschluss zustande gekommen unter den Formvorschriften oder nicht. Und wenn da der Verwalter nicht vernünftig aufpasst, kann es ganz schnell passieren, dass diese Beschlüsse aufgehoben wird. Also nichts gewonnen. Bevor natürlich die Beschlussfassung erfolgen kann, müssen eingehende Untersuchungen erfolgen. Die Preise müssen bekannt sein. Die Eigentümergemeinschaft muss über die Maßnahme insgesamt diskutiert haben. Es müssen Angebote vorliegen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Wir haben in diesen Fällen zunächst einmal von der Eigentümergemeinschaft einen Auftrag erteilen dürfen über ein energetisches Gesamtgutachten für die Wohnanlage. Das hat erstmal Klarheit gebracht, welche Maßnahmen überhaupt umzusetzen sind, welche Maßnahmen wirtschaftlich sinnvoll sind. Also es ist wirtschaftlich sinnvoll, vielleicht noch mit einer Solaranlage zu koppeln, Fenster zur Erneuerung, die Dämmung zur Erneuerung der Fassade. All das wird in einem energetischen Gesamtgutachten betrachtet. Es gibt eine Kosten-Nutzen-Analyse und in diesem Fall hat sich die Wohnungseigentümergemeinschaft entschieden, zunächst einmal ein Blockheizkraftwerk einzubauen mit einem Gesamtkostenvolumen inklusive neuerer Heizung, war das 150.000 Euro. Demgegenüber stand eine Amortisationszeit, die rechnerisch ermittelt wurde, von 7 Jahren. Also in 7 Jahren hätte sich durch die Einsparung der Kosten diese Anlage entsprechend bezahlt gemacht. So, also das ist also die Vorermittlung, die kommen muss. Natürlich können Sie sich vorstellen, das ist nicht in einem Jahr passiert. Das erste Jahr war die Idee, was kann man machen. Dann haben wir als Verwalter erstmal ermittelt, welche Maßnahmen könnte man machen. Das hat dazu geführt, dass wir den Eigentümergemeinschaften vorgeschlagen haben, ein energetisches Gutachten, ein Gesamtgutachten erstellen zu lassen. Dieser Empfehlung ist die Wohnungseigentümergemeinschaft erfolgt. Die Erstellung dieses Gutachtens hat dann 1 Jahr gedauert. Das wurde dann, haben wir über unsere Internetplattform verteilt bzw. den Eigentümern zur Verfügung gestellt. In der folgenden Eigentümerversammlung wurde natürlich intensiv über dieses Gutachten diskutiert, über die einzelnen Maßnahmen, wie das finanziert werden soll. Und man hat sich dann entschieden, dieses Blockheizkraftwerk einzubauen. Der weitere Weg war dann, gibt es dafür Fördermittel? Eine oft gestellte Frage an den Verwalter, mit der wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Es ist also so, man kann Fördermittel beantragen. In der Praxis für die größeren Eigentümergemeinschaften hat sich jedoch gezeigt, dass Fördermittel bestimmte Bedingungen bedürfen. Zum Beispiel wäre da zu nennen, derjenige, der Fördermittel bekommt, darf keine anderen öffentlichen Leistungen bekommen. Das mussten wir entsprechend lernen. Das sind zum Beispiel Leistungen nach Hartz IV. Wenn Sie Leistungen nach Hartz IV erhalten, bekommen Sie keine Fördermittel von KfW-Mitteln oder Fördermittel hinsichtlich energetischer Maßnahmen. Das für Eigentümergemeinschaften sicherzustellen, können Sie sich vorstellen, für die Gesamtgemeinschaft ist das sehr, sehr schwierig. Wir haben dann den Weg gewählt, dass wir den Eigentümern Einzelabrechnung bzw. Einzelkalkulationen gegeben haben, sodass jeder Eigentümer für sich selber über seine Hausbank, KfW-Mittel und sowas beantragen konnte. In der Praxis hat sich auch gezeigt, dass keiner der Eigentümer, die wir bisher energetisch ausgestattet haben, diese Mittel beantragt hat. So, das war also dann der erste Schritt, bevor es zu so einer Beschlussfassung kam. Natürlich vergingen dann wieder 2 Jahre, weil auch aus den Eigentümergemeinschaften entsprechende Vorschläge kamen zum Abarbeiten, Prüfung, ob die Eigentümergemeinschaft als Gesamtgemeinschaft einen Kredit aufnehmen kann beispielsweise. Ist ja sehr umstritten, es gibt einige Banken, die machen das. Wir empfehlen das letztendlich nicht, weil das Verfahren, nachdem die Kreditgeber an Wohnungseigentümergemeinschaften Kredite erteilen, doch sehr umfangreich ist. Es müssen sehr viele Voraussetzungen erfüllt werden, um entsprechende Mittel dort zu erlangen. Also blieb hier nur das klassische Mittel einer Sonderumlage mit Zufinanzierung über die Instandhaltungsrücklage. Das hat auch sehr gut entsprechend funktioniert.
Ja, für die weitere Folge war natürlich zu klären, gerade für die Eigentümer, die dauerhaft vermietet haben, welche Mietgesetzgebung, welche Mietrechtsprechung gilt dort. Und hier ist zu nennen erstmal der 559 Mieterhöhung bei Modernisierung, A, Anrechnung für Drittmittel und B, Geltendmachung der Erhöhung, Wirkung der Erhöhungserklärung. Das bedeutet, dort gibt es Fristen, die der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, sodass die dauervermietenden Wohnungseigentümer auch in die Lage versetzt werden, diese Modernisierungsmaßnahmen auf die Miete nachher umzulegen. Also ist die Eigentümergemeinschaft mit Rücksicht auf die vermietenden Eigentümer, und das kann man eigentlich immer nur empfehlen, auch dort an Fristen gebunden. Das heißt, die Maßnahme kann beschlossen werden, aber bis zur Umsetzung sollte man üblicherweise so lange warten, dass auch die Eigentümer, die vermieten, diese Fristen entsprechend einhalten können. Weil der Nachteil für die Eigentümer, die vermieten, ist eben, dass die neue Miete, die sich ergeben würde mit der Modernisierungserhöhung, erst 3 Monate später, also 6 Monate nach Finanzierung bzw. Einbau, erst umsetzbar sind. Da muss man auch einfach immer wieder darauf hinweisen, auch als Verwalter, dass das Wort Wohnungseigentümergemeinschaft von gemeinsam kommt und nicht von gemein. Gemeinsam anpacken, und man muss in den Eigentümergemeinschaften, auch gerade in den größeren, gemeinsam arbeiten, dass man das Ziel erreicht, hinweg auch über die Querulanten, die es da ganz gerne gibt, oder die notorischen Neinsager. Da muss man einfach mehr Politik machen, und damit das da auch entsprechend funktioniert. Ich kann den Verwalterkollegen immer nur empfehlen, auch möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit dort zu machen, werben für diese Maßnahmen, dass die entsprechend umgesetzt werden. In der Tat ist das viel Arbeit, aber letztendlich funktioniert das alles entsprechend. Ja, nach der Sanierung sah dann die Heizungsanlage so aus. Das ist das gleiche BHKW. Sie sehen eigentlich eine relativ kleine Kiste. Links daneben erkennt man das Speichervolumen und die neue Technik. Der Raum sah hinterher auch entsprechend nett aus. Finanziert ist das Ganze zum einen eben über die Ersparnis an Strom. Also wir haben von ehemals rund 40.000 Euro Stromkosten auf 20.000 Euro Fremdbezug runterfahren können. Und durch die Einspeisevergütung hat sich dieses Blockheizkraftwerk innerhalb von 3 Jahren amortisiert. Also innerhalb von 3 Jahren waren die Investitionskosten von etwa 150.000 Euro wieder drin, was natürlich ein schöner Erfolg ist. Darf nicht vergessen, der Hersteller hat versichert, dass dieses Blockheizkraftwerk etwa 10 Jahre störungsfrei läuft, bis es dann komplett erneuert werden muss, sodass das auf jeden Fall abgedeckt ist. Auch die Erneuerungskosten dafür spart die Gemeinschaft jetzt entsprechend an, und das Ganze ist kein Thema mehr. Das ist die Wohnanlage, die damit versorgt worden ist. Ein Gebäude mit 146 Wohnungen ist es, glaube ich. Und als Ergebnis kann man nur sagen, für die Wohnungseigentümergemeinschaft insgesamt ein Segen. Die Vorbereitung und auch der Weg dahin für den Verwalter oft ein Fluch, aber wir haben es entsprechend geschafft. So, das ist die Spitze des Eisberges, oder die Spitze, wenn man das erklommen hat, geht es eigentlich dann nur noch bergab, sagt man. Diese Maßnahme hat insgesamt bei uns im Unternehmen für den Verwalter ungefähr 650 Arbeitsstunden gekostet, also auch ein erheblicher Rahmen, nur diese Maßnahme neben der Arbeit. Und durch die Abdeckung mit unseren Mitarbeitern haben wir das, glaube ich, geschafft, in diesem Fall für die Eigentümergemeinschaften, die diese Maßnahmen umgesetzt haben, ein entsprechendes gutes Gefühl zu geben. Ja, das war es im Grunde genommen schon. Wichtig ist immer, Beschlüsse hierzu, Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft müssen klar formuliert sein, für Dritte jederzeit nachvollziehbar. Der Inhalt der Beschlussfassung muss eindeutig sein. Es gibt nicht, dass man sagen kann, der Verwalter soll mal da so ein BHKW einbauen, und soll umfassend sein, bedeutet, die Gesamtmaßnahme muss in den Einzelbeschlüssen detailliert dargestellt sein, damit auch Dritte später genau nachvollziehen können, was dort entsprechend umgesetzt worden ist. Und wenn man das alles beachtet, dürfte solchen Maßnahmen grundsätzlich nichts im Wege stehen. Ja, ich bin eigentlich schon durch.
Vielleicht haben Sie noch Fragen, dann stelle ich da gerne zur Verfügung. Ich bleibe noch einen Augenblick hier, aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank.